bin der Andi. Heute haben wir das Thema Brustwirbelsäule und Atmen. Ja. Ich mache ein Video für die Physiotherapie Synergy und für Pilates Ravlaub. Das Thema ist ganz wichtig im Moment, weil wir ja mit dem Virus Probleme haben und viel mehr mit der Lunge haben. Wir natürlich hoffen, dass ihr nicht erkrankt, aber viel tun wir leider ganz, ganz schlecht schnupfen, ist alles total verspannt. Natürlich super gut, wenn man dann noch krank wird, dass das noch viel schlimmer ist. Also dann ganz, ganz wichtig, Atmen ist ganz, ganz wichtig und ohne bewegliche Brustwirbelsäule. Es hat einen Zusammenhang mit Nacken, Schultern und Unterrücken. Also dass ihr seht, das ist wie eine Kette, wenn das nicht stimmt. He? Bevor wir aber das Atmen üben wollen, müssen wir die Brustwirbelsäule mobilisieren, dass die schön beweglich ist, weil die sollte sich wirklich ganz gut können bewegen, mobil sein. Und die Zwischenrippenmuskeln müssen sich gut können bewegen, dass die Rippen wirklich arbeiten können, wirklich rein und raus gehen können, Bewegung drin haben. Wichtig. He? Okay, und wir tun mal, es fängt ganz, ganz easy an. He? Ihr könnt eure Arme vorne verschränken, wir tun mal so klein. Nach rechts und links rotieren. He? Super. Dort hier schaut es, der Rücken wirklich ganz gerade bleibt. Die Bewegung ist wirklich hier in der Brustwirbelsäule innen. Tipptopp. Und jetzt könnt ihr nachher von hier aus die Hänge herbringen. Jetzt merkt ihr, ah, da passiert ja etwas. He? Ihr spürt, es verschiebt sich ein bisschen. Jetzt könnt ihr mit den Hängen fast so ein mithält, ich gebe so ein Druck vorne und zurück, also das Schieben. He? Wieder werden die Rippe bis so ein hin und her schieben. Genau. Tipptopp. Okay, und dann nehmt ihr einen Arm hier über den Kopf und einen Hang hier in die Flanke rein. Ich ziehe mit diesem Hang etwas runter und mache hier so kleine Wippbewegungen. Dazu ziehe ich den Hang immer in die Richtung. He? So genau, die Rippe runter. He? Genau. Tipptopp. Super. Dann machen wir das gerade auf die andere Seite hier. Und das ziehe und hier ziehe ich über. He? Vielleicht spürt ihr schon nur hier unter euren Hang hier, dass sich die eine Seite ganz anders anfühlt als die andere. Und ziehen, ne? Schräg über, ziehen. Genau. Okay, dann gehen wir die Hände drauf, die uns aufrichten, das Brustbein nach vorne ziehen und rund machen. Aufrichten und rund machen. Aufrichten und rund machen. Aufrichten und rund machen. Aufrichten. Jetzt bleibt hier. Jetzt kommt der Arm hier so drüber. Wir gehen so abtauchen. Und kommen zurück. Und dann die andere Seite. Okay. Wir gehen so abtauchen. 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 Jetzt gehen wir die Seite rauf. Nach oben. Nach oben. Ufe. Jetzt beide zusammen. Hängere ziehen. Noch einmal. Hängere ziehen und ziehen bleiben. Die Hände unterstützen. Und das Brustbein richtig lüpfen. Sehr gut. Okay, dann zurückkommen. Und dann die Schultern mal kreisen. So richtig Einweg. Dann den anderen Weg. Nochmal diese Seite. Und nochmal diese Seite. Okay, jetzt nochmal die Hände her. Wieder nochmal das Rotieren machen und schauen. Ist schon etwas lockerer geworden. Spürt ihr die Bewegung hier? Dann könnt ihr ein bisschen nachschieben. Sehr schön. Dann kommen wir langsam zum Stillstand. Wir machen ja gegen die sogenannte Bauchatmung. Aber schaut mal, wo eigentlich der Anfang ist von dieser Bauchatmung, nämlich nicht im Bauch innen.
Und es bewegt sich hier mit, das ist ganz wichtig. Also nicht nur hier unten atmen oder nur hier oben, sondern hier ist der Start, das andere kommt dann nachher. Okay, also natürlich also, nicht hier oben schnaufen, sowieso nicht. Das ist, wenn ihr vielleicht wirklich ganz fest zeckt, kommt das dann bis hier rauf, aber sonst ist es in der Flanke und im Bauch innen. Also, wir tun mal probieren, dort einschnaufen. Und ausschnaufen. Spürt ihr bei der Einschnaufen, wo der Anfang ist, das ist nämlich hier. Und die Rippenbogen senken sich wieder. Einschnaufen in unseren Löpfen, der Bauch geht ein bisschen raus. Und ausatmen, die Rippenbogen senken sich und der Bauch wird flach. Genau, einschnaufen. Und ausschnaufen. Einschnaufen. Und ausschnaufen. Genau, jetzt legen wir uns nämlich mal auf den Rücken. Legen. Okay. Hänge hernehmen. Und jetzt merkt ihr auch viel mehr, wie sich der Bauch abflacht beim Ausatmen. Einschnaufen. Hier ist der Anfang, der Bauch kommt dann mit. Ausatmen. Und der Bauch wird ganz flach. Tut es auch etwas länger ausatmen. Und tut wirklich bewusst, spüre jetzt, wie die Rippenbögen sich bewegen, wie die raus und zusammengehen, sich lüpfen. Aussenken. Einschnaufen. Sie löpfen sich, die Lungen sind gefüllt und ausatmen. Bauch wird flach. Genau. Einschnaufen. Und ausschnaufen. Jetzt sehen wir den Ausatmen ein wenig verlängern. Seht ihr dort im Ausatmen ein Sss. Ihr werdet merken, dann kann man es viel mehr in die Länge ziehen. Probiert mal einschnaufen. Und gut, einschnaufen. Und jetzt ist es mal ganz normal. Merkt ihr den Unterschied, wie man doch hier mehr Bewegung reinbringt? Probier es wieder neu nicht sitzend. Okay. Einschnaufen. Und. Oder mit dem Sch. Sehr gut. Und probier das wirklich jetzt ohne mal Hilfe mit den Händen zu machen, das zu spüren ohne das. He? Genau. Und ihr jetzt merkt, es wird ein bisschen schwindelig, dann habt ihr einfach sehr viel Sauerstoff eingeschnuffelt, gerade nacheinander. Also nehmt es gemütlich. Zwei, drei Mal probieren, dann ein bisschen Pause machen. Ihr könnt gut wieder zwischen ein bisschen mobilisieren. Und macht das Atmen auch wirklich im Büro, innen, am PC, wenn ihr dran seid, am Arbeiten, schnell ein bisschen mobilisieren. Vielleicht ein bisschen Trippi durch, ein bisschen hier ein bisschen drehen und dann atmen mit den Hängen, einmal ohne Hängen und dann wieder weiter arbeiten. Dann werdet ihr sehen, es geht sofort viel besser. Wieder viel mehr Energie zum Arbeiten. Es geht euch generell besser, weil euer Körper der braucht einfach Sauerstoff. Und der Lunge tut es gut, wenn sie sich wirklich mal ein bisschen füllt, bis in jede Ecke rein. Und nicht nur das oberflächliche Schnaufen. Das ist generell nicht gut. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spass beim Üben, beim Schnaufen. Weil das ist das Erste, was wir machen, wenn wir auf die Welt kommen. Und das Letzte, was von dieser Welt geht. Darum also noch. Lang schnaufen, ganz wichtig. Und bleibt gesund. Tschüss. Ade.